Hallöchen, heute gibt es wieder eine Folge, die zweite von meiner Arache des Subs. Und ja, ich bin eigentlich sehr froh, dass ich die jetzt drehen darf, weil ich nämlich für den Februar tatsächlich nur ein Buch habe und das ist relativ unfassbar, wenn ich mir den Rest des Jahres angucke. Wobei ich glaube, es kommt nochmal ein Monat, bei dem es auch nur ein Buch ist. Auf jeden Fall, naja, wir gucken mal. Folgendes Buch ist aus 2017. Das heißt, das Ganze ist dann jetzt auch schon 4 Jahre her und es ist ein bisschen schade, dass es noch ungelesen bei mir steht. Es handelt sich um Katharina Hagener, Das Geräusch des Lichts. Und ich freue mich wahnsinnig darauf, dieses Buch endlich zu lesen, denn ich habe es schon mal angelesen und ich fand es unfassbar gut. Ich kann nicht mehr sagen, warum ich es nicht weitergelesen habe. Ich fand es unfassbar gut. Ich mag nämlich die Sprache von Katharina Hagener und sie hat mich so mitgenommen und entführt. Und die Geschichte an sich klingt total schön. Hinten drauf steht gar nicht so viel, aber innen drin in der Klappe. Und das würde ich zumindest gern einmal teilweise vorlesen, weil es gibt so einen kleinen Eindruck, worum es geht oder gehen könnte. 5 Menschen im Wartezimmer. Wer könnten sie sein? Eine der Wartenden beobachtet die anderen und erfindet ihre Lebensgeschichten. Da ist die Botanikerin Daphne Holt, so widerstandsfähig und zart wie das Moos, das sie erforscht. Auf den Spuren einer verschollenen Freundin stößt sie in der kanadischen Wildnis auf ein Geheimnis. Da ist der Musiker in seinem dottergelben Hausboot, der den letzten Willen seiner Frau erfüllt und auf dem zugefrorenen See das Nordlicht erwartet. Der 12-jährige Richard sucht in jeder Öffnung, jedem Schacht, hinter jedem Gitter einen möglichen Weg zum Planeten Chu. Auf dem befinden sich nämlich seine Mutter und seine Schwester, weil sie nach ihrem Verschwinden ja irgendwo sein müssen. Und da ist die verwirrte Dame, in deren Kopf sich die weiße Leere schon ganz ausgebreitet hat. Schließlich erfindet die Erzählerin ihre eigene Geschichte. Ein Thriller über die Verbrechen einer skrupellosen Ölfirma, bei dem sie selbst in Lebensgefahr gerät. Ja, ich weiß noch, aus welchem Grund auch immer, bei diesem Buch sehr genau, wo ich es gekauft habe, also in welchem Laden und auch wo es da so lag. Also ich weiß es wirklich noch richtig genau und das, obwohl es schon 4 Jahre her ist. Und deswegen möchte ich es jetzt unbedingt lesen. Ich bin auch sehr gespannt, denn das Buch von Katharina Hagener, Der Geschmack von Apfelkernen, ja, Der Geschmack von Apfelkernen, das Buch hat meine Mama gelesen, auch schon eine Weile her. Und ihr hat es sehr gefallen. Deswegen würde ich das dann natürlich gerne danach entdecken und alles noch weitere von ihr lesen, von der Autorin. Genau. Damit war es das schon. Ein richtig, richtig, richtig kurzes Video über meine Rache des Subs. Ich hoffe, im Hintergrund war nicht so sehr zu hören, dass gerade nebenan, es sieht so aus, als ob das ganze Haus abgerissen wird oder ein halbes Haus. Es ist furchtbar laut den ganzen Tag schon, deswegen. Ich hoffe, das war nicht zu hören. Oder die ja, Zukunfts-Anja hat es dann rausgeschnitten. Dementsprechend nur ein Buch für den Februar, beziehungsweise von Februar bis Ende April. Und ich hoffe, denke, dass ich das schaffen kann. Obwohl, wer vielleicht schon mal reingeguckt hat in den Lesemonat Januar, hat vielleicht bemerkt, dass ich von meiner Rache noch kein einziges Buch aus dem Januar gelesen habe. Das heißt, da warten auch noch 4 Bücher. Somit sind schon 5 und ja, 4 davon bis Ende März. Ich hoffe, ich schaffe das, denn ich weiß, was im März auf mich wartet. Gar nicht mal so wenig. Genau. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch im März machen sollte. Ich glaube, da lese ich einfach nur von früh bis spät, den ganzen Monat. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr macht ein bisschen mit. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, was ihr so vorhabt, im Februar zu lesen oder vielleicht dringend mal lesen wollt, weil es schon so lange bei euch liegt und noch ungelesen ist. Schreibt mir das gerne in die Kommentare und ich freue mich über den Austausch. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, lest schöne Bücher. Tschüss!